Hallo und allerherzlichst willkommen schon wieder zu einer neuen heiligen Folge von Borderlands. Bitte geht auf die Knie und betet diese Folge hier an. Oder spuckt einfach drauf. Könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Die Entscheidung überlasse ich euch. Was war das denn? Okay. Sniper-Munition. Ja, nee, danke. Nee, nee, du. Ah, okay, jetzt geht's also los mit den Nebenmissionen. Wir wollten eine menschliche Wirbelsäule holen. Wenn mir das denn möglich ist. Bitte nicht, bitte nicht. Ich will eine menschliche Wirbelsäule, nicht eure. Oh. Sieht aber auch cool aus. Ja, ja? Was wollt ihr? Was wollt ihr, hä? Mach Sitz. Ich sagte... Mach Sitz. Wow, das war vielleicht nicht so gut. Oh, ja, Mann. Ah, oh, ich liebe dieses Spiel einfach so sehr. Ja. Danke. Böses Hundchen, ganz, ganz böse. Ab, ab. Wie kann ich den nicht treffen? Ja, Mann! Ja, Mann! Wie die einfach nur wegfliegen. Ah, oh, ist das schön. Was sagt ihr dazu? Die Hundejagd hat begonnen. Das sage ich dazu. Wer wäre noch? Ich habe meinen Spaß hier, also könnt ihr willkommen. Die mag ich eigentlich auch. Oh, hallo. Ja, aber sowas von. Okay, die andere ist hier doch besser, war klar. Bam, wenn man damit trifft. Wie sie winseln. Genauso wie alle meine Gegner winseln werden, wenn sie auf mich treffen. Sind wir fertig? Okay, jetzt hole ich mir doch noch die Wirbelsäule von denen. Ich hole mir einfach beide, wenn ich kann. Mache ich nicht. Boah, der ist ja groß. Hier für dich. Die Granate hat fast keinen Schaden gemacht. Ja, Mann. Komm her. Level 4. Oh, boah, boah. Dich mache ich sowas von fertig. Pff. Das macht mir gar nichts aus, aber ich will jetzt erstmal die menschliche holen. Ich habe den jetzt einfach nur so bekämpft, einfach zum Spaß. Und das macht Spaß. Hier macht das Kämpfen echt richtig Spaß. Das ist super geil. Ah, oh, ich habe schon wieder einen Skillpunkt. Boah, geht das schnell. Bei einem Levelaufstieg erhältst du Skillpunkte. Mit einem Skillpunkt kannst du Passivskills. Ja, das haben wir, glaube ich, mittlerweile alle begriffen. Die müssen das nicht unbedingt 3, 4, 5 Mal erklären. So, ich wollte das hier nehmen. Weil ich hoffe, dass dadurch mein Schild gesteigert wird oder sowas. Irgendwas Cooles auf jeden Fall. Karte bitte. Ich brauche die Karte. Ich bin da und ich will... Oh, ich muss in eine ganz andere Richtung. Okay, gut, dass ich auf die Karte geschaut habe. Ja, auch mit so einer riesengroßen Karte verlaufe ich mich immer noch. Das ist kein Problem für mich. Das kriege ich immer noch hin. Oh, das macht einfach zu viel Spaß hier. Es ist einfach zu geil. Will ich auch erwarten, ich habe ja schließlich den Vollpreis bezahlt. Das mache ich normal nicht. Normalerweise gebe ich für meine Games nie mehr aus als 20, vielleicht 30 Euro, höchstens. Hier habe ich den Vollpreis bezahlt, also da erwarte ich schon ein bisschen Spaß. Hallo, mein Freund. Ja, das war ja echt gar nichts, Mann. Du hast nichts darauf.
Muss ich da durch die Höhle gehen oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss hier lang. Genau. Jetzt holen wir uns eine menschliche Wirbelsäule. Oh, das wird lustig. Ah, da kommen wir nicht rauf. Obwohl. Bestimmt komme ich hier drauf. Ja, das war vielleicht keine gute Idee. Das war vielleicht nicht so schlau. Aber wen interessiert das schon? Hauptsache, wir kriegen eine menschliche Wirbelsäule. Dann sind alle unsere Probleme gelöst. Wo bist du denn? Eintopf? Ich bin gerne dabei bei Eintopf. Danke, mehr Eintopf. Scheiß Zwerg. So. Komm und hol's dir. Eigentlich habe ich ja nichts gegen Zwerge, aber wenn sie mich angreifen. Ja. Ich bin voll dabei, Mann. Ich bin sowas von dabei. Ach, weißt du was? Machen wir sie fertig. Boah. Jetzt habe ich zwei von diesen Blastern. Wo sind sie denn? Ah. Oh. Ja, Mann. Zwei von denen sind noch ein bisschen besser. Boah, geil. Ich habe meinen Spaß. Also ich habe meinen Spaß und sowas von. Yeeha! Yippie-yay-yay! Mein kleiner Freund. Ich habe keine Granaten mehr, das ist nicht so gut. Na was? Ach, wisst ihr was? Ich komme einfach zu euch. Ja? Nee, nicht wirklich. Das war's für dich. Boah. Komm schon, wo bist du? Ah, verdammt. Au! Niemand wird um dich weinen. Kein einziger. Nicht mal deine Freunde, deine Familie, nicht niemand. Weil ich sie alle auslöschen werde. Es wird keiner mehr da sein, der um dich weinen könnte. Habe ich dich auch endlich erwischt, hä? So, ich komme noch mal rein, Leute. Ja. Ja, ist klar. Wo willst du hin? Du entkommst mir nicht. Von mir gibt's kein Entkommen. Yeah, noch einer weniger. Noch einer weniger. So muss das laufen. Schon viel besser. Ah, da seid ihr. Warum ziehe ich denn auch, wenn es nicht notwendig ist? Warum sollten sie? Na, nicht weglaufen. Ja, das wirst du. Die Kammer ja wieder Himmel. Kann ich verstehen, aber trotzdem. Nur die Zielgenauigkeit hier ist besser. Aua! Was machst du da? Warum? Ich hab dir doch nichts getan. Ich hab doch nur versucht, dich zu töten. Was ist denn so schlimm daran? Das ist hier ganz normal. Und? Wie sieht sie aus? Antwortet nicht der Penner. Oho. Nehme ich doch direkt, wenn ich kann. Ey, was schießt du da oben jetzt auf mich? Wo bist du? Habe ich dir erlaubt, auf mich zu schießen? Nein, habe ich nicht.
Also lass es. Was? Genau so sieht es nämlich aus. So, wer mag als nächstes? Ich bin bereit. Ja, ja, meine Freunde. Bin doch schon da, um dir zu zeigen, was ich kann. Ja, das mache ich auch immer. Ups, das war vielleicht nicht so schlau. Ja, das solltest du. Warum machst du das nicht? Du hast recht. Zeit für Action. Ah, ich liebe das. Ich kann eine Schockwelle aussenden, wie es aussieht, als Nahkampf. Als Nahkampfwaffe. Das ist echt faszinierend, da hast du vollkommen recht. So, über mir müsste noch einer sein. Ja, so wie alle. Ich liebe den Mac, der ist super. Der ist einfach super geil. Wo bist du denn? So. So macht man das nämlich. Hi. Bye. Sind wir hier fertig? Sehr schön. Und das machen wir jetzt einfach das ganze Spiel über. Kein Scheiß, das ist wirklich so. Das machen wir jetzt einfach die ganze Zeit. Das wird auch reichen. Also, ich hätte da viel zu viel Spaß vielleicht sogar. Und sowas. Oh, einfach geil. So, jetzt können wir vielleicht die Gelegenheit nutzen und ganz in Ruhe die Map ein bisschen anschauen. Das haben wir ja bis jetzt nicht so wirklich gemacht. Da war nix. Was haben wir denn zum Beispiel hier hinten? Es lohnt sich hier in diesem Spiel ab und zu mal einfach rumzulaufen und zu gucken. Allein schon wegen der Grafik teilweise. Lohnt sich das oft sehr. Ein bisschen Geld. Uah, Geronimo! Okay. Wo könnte hier noch was sein? Da oben vielleicht, aber... Ja. Genau. Das ist sehr schlau von mir, was ich hier gerade mache. Wahrscheinlich bugge ich mich hier gerade irgendwo fest. Und komme da nie wieder raus. Oh, oder auch nicht. Gleich macht's Boom, oder? Das hat sich gerade angehört wie so ein Countdown, als würde gleich irgendwas explodieren. Warum war hier dieses Piepsgeräusch? Naja, mein Schaden ist es nicht, also geh mal weiter. Weiter looten, ich bin der Looter King. So, wo geht's denn jetzt eigentlich wieder zurück? Ah ja, bin ich schon auf dem richtigen Weg. Das passt ja. Jetzt war ich schon 3-4 Mal hier und weiß es immer noch nicht. Aber jetzt können wir... Ja, jetzt können wir hier hin. Ja, das habe ich vorhin verpasst. Sehr gut. Sehr gut. Immer weiter her mit der Money. Mit dem Money. Money, das Krokodil. Oder... Nee, warte, das war nicht das Krokodil. Das war... Der aus Ice Age. Wie heißt der gleich wieder? Was war das gleich wieder für ein Tier? Das war, glaube ich, ein Mammut. Genau. Manni, das Mammut. Und was hier zu machen? Wisst ihr was? Ich gehe einfach erstmal und gucke, ob es mit der menschlichen Wirbelsäule geht oder nicht. Und dann sehen wir ja schon weiter. Ich bin eine Schützin? Das steht da gerade bei meinem Energiebalken. Warum bin ich eine Schützin? Ich dachte, ich bin ein Tank, aber okay.
funktioniert nicht wirklich. Scheiße. Ich wollte mich nur rächen, weil diese Bastarde meine Maschine zerstört haben. Völlig zu Recht. Also das habe ich jetzt eigentlich nicht wegen der Mission gemacht, sondern einfach nur, weil es Spaß macht. Aber ja, das scheint keinen außer mich zu interessieren. So. Ja, keine Sorge. Aber ich würde auch so gerne gegen die hier mal kämpfen, aber das machen wir wahrscheinlich schon früh genug. Und ja, ich bin schon dabei. Ich mache schon ganz schnell, so schnell wie es geht. Und als nächstes holen wir uns dann ein Fahrzeug. Das wird lustig, nehme ich an. Gut gemacht, Yeah. Du hast jetzt Zugang zu meiner riesigen Auswahl an mörderischen Waren an einem praktischen Ort. Und wo denn? Dankeschön für die Rache an diesen schmutzigen Banditen, öffne ich dir mein Geheimversteck. Wer sagt, dass sich Rache nicht lohnt? Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Das kann ich nicht mehr kommentieren, Junge. Boah, wie sieht das denn aus? Ungewöhnlich. Aha. Okay, Objekt des Tages. Boah, das sieht ja... Es ist unübersichtlicher wie bei den letzten Teilen, finde ich, aber es sieht geil aus. Das muss man schon sagen. Oh, ich mag auch die... Das ist, glaube ich, eine Uzi, oder? Die mag ich auch. Ich kenne mich mit Waffen halt nicht so gut aus, obwohl ich viele Shooter spiele. Aber, boah, ich weiß ja nicht. Ey. Okay, ich würde sagen, erstmal meine Objekte verkaufen. Sortiere nach Typ. Das sind jetzt alle Objekte. Verstehe nicht, wie das funktioniert. Sortieren nach Hersteller, sortieren nach Punkte. Ah. Okay, und wo sehe ich welche von meinen ausgerüstet ist? Weil ich will dir. Ich verkaufe jetzt einfach erstmal alle. Ich verkaufe jetzt einfach mal alle. Denke ich. Und dann werde ich schon sehen, welche von denen sind ausgerüstet, was nicht. Ich habe keine Ahnung. Ah, da steht's ja. Groß und grün. Okay. Sehr gut, das hat schon mal perfekt funktioniert. Dann hätte ich jetzt gerne... Ich weiß nicht, ich brauche mehr Waffenslots. Also die hier hat Schaden 11. Ungewöhnlich, ungewöhnlich... Schaden 23, selten, Zielgenauigkeit, boah, was ist denn das für ein Ding? Ah, verdammt, das wollte ich gar nicht, vergleichen wollte ich. Hab den falschen Knopf gedrückt, alles klar. Aber die war halt auch schon ziemlich krass, das muss man schon sagen. Und jetzt die Uzi. Die Zielgenauigkeit und die Handhabung sind halt besser. Dafür ist die Feuerrate bei der Uzi kleiner? Das glaube ich nicht. Warte mal. Also ich nenne es jetzt einfach mal Uzi. Die nehme ich jetzt? Ja, halt die Fresse. Schick mir deine Leute, kannst du gerne machen. Ja, wenn du meine Videos schauen würdest, weißt du, dass es bei mir mit dem Lesen manchmal nicht so gut klappt, ne? Okay, je nach Tageszeit und Lust und Laune, ne? So läuft's bei mir. Gut, ich probiere die jetzt mal ein bisschen aus. Also, wenn, dann würde ich die hier wegtun. Da sind auch schon Opfer, an denen ich das ausprobieren kann. Oh ja. Also eigentlich funktioniert die ja ganz gut, wie es aussieht, ne?
warte mal kurz. Also von der Uzi bin ich jetzt schon begeistert, weil ich mag sowas. Und jetzt würde ich ganz gerne noch die hier kurz ausprobieren. Die macht halt auch mega Damage. Boah. Schwierig, die macht halt auch sehr viel Schaden, ne? Hi. Aber ich mag einfach so Schnellfeuerwaffen. Die mag ich einfach am liebsten. Und Shotguns. Schnellfeuerwaffen und Shotguns. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich einen Shotgun wählen. Da bist du immer auf der sicheren Seite mit und der spuckt mich einfach an, oder was? Das finde ich voll gar nicht cool. So, also ich denke, ich behalte die Uzi. Ich nenne sie jetzt einfach Uzi, auch wenn es keine ist. Und das finde ich gut. Ja, ich muss auch nicht verhandeln können. Ach, das ist ein Geheimversteck. Okay, ich dachte, das wäre das Scheißhaus gewesen, aber gut. Ich hätte mich tatsächlich schon damit zufrieden gegeben, aber wenn der halt meint, dann nehme ich auch gerne mehr. Das stört mich gar nicht. Das werde ich eh alles verkaufen. Oder einfach direkt benutzen. So. Hier bin ich fertig. Gut. Oh, das war schön. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Es hat sich sowas von gelohnt. Ach ja, ich wollte verkaufen. Ich wollte noch mehr verkaufen. Immer mehr. Immer mehr. Immer mehr. Nimmer mehr. Ja, mehr braucht man nicht. Du sprichst mir einfach aus dem Herzen. So. Marcus ist mein bester Freund, der versteht mich einfach. Gut, dann. Welche Mission machen wir denn jetzt als nächstes? Machen wir direkt in der Story weiter oder? Ja, müssen wir wohl, oder? Hauptmission. Ja, machen wir einfach die Hauptmission weiter, komm. Was kann man denn da noch anschauen? Echoloks. Oh, Typenloks. Auch interessant. Iridianische Schriften. Das werden wir uns bestimmt nochmal ansehen. Aber nicht jetzt. Jetzt gucken wir einfach mal, dass wir endlich ein Fahrzeug bekommen. Ich hoffe, die Steuerung von den Fahrzeugen hat sich nicht geändert, weil die fand ich echt gut. Bleib bitte da, wo du bist. Ich will noch nicht gegen dich kämpfen. Noch nicht. Da ist ja noch ein Laden, der ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Hier ist noch ein Geschäft. Mal reinschauen. Granaten? Vergleichen. Die hier kann ich verkaufen und die hier ausrüsten. Ich hoffe, die ist jetzt schon ausgerüstet. Oh, leck mich. Was ist denn das? Aber dafür ist der Radius kleiner. Soll ich die mit mehr Schaden oder mit mehr Radius nehmen? Ich denke, ich behalte jetzt erstmal mehr Radius. Hier ist mehr Schaden. Das gibt's ja nicht. Weißt du was, dann nehme ich doch die mit mehr Schaden. Mit dem meisten Schaden. So. Oh, später vielleicht. Gut, habe ich die jetzt ausgerüstet, oder? Die Granatenmod. Ja, schön. Was haben wir hier drin? Halt die Klappe. Ach? Was genau wolltest du meiner Freundin Lil antun? Tyree wird zum Wasserschädel der Kette. Ups, ich bin
Hi Ellie! Meine neue Freundin, meine neue beste Freundin. Hi! Deswegen. Ja. Nein. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um, ja? Ich hoffe, du hast nichts dagegen, weil ich glaube, man braucht wirklich eine Armee, um die zu besiegen. Was ist denn das mit der Zweiner? Ellie's Crab 2, oder was? Soll es das bedeuten, oder wie? Oh je. Super, bin ich für die paar Kröten hier den ganzen weiten Weg rumgelaufen. Lass mich durch. Ich will hier durch. Und darum schaffe ich das auch. Hier ist einfach Map-Ende, oder? Wow, 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 wow. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Genau in dem Wortlaut werde ich das tun. Ganz genau so. Einfach 1:1. Und zwar werde ich ihn ganz freundlich darum bitten, mit meiner Knarre im Maul. In seinem Maul. Jo. Guten Tag. Ah. Das hat gesessen. Hör auf, so rumzuspringen. Die neuen Granaten hauen rein. Kann man hier jetzt etwa Deckungen zerschießen, weil das ist kurz auseinandergeflogen? Nein, doch nicht. Ja. Schön. Ja, das war wunderschön, da hast du vollkommen recht. Ach, ich kann dir einfach nur beipflichten. Ich hoffe, ich gehe in die richtige Richtung. Sollte ich vielleicht mal prüfen. Ja, scheint richtig zu sein. Gut. Das ist schon mal nicht verkehrt. Oh. Entschuldigung, ich wollte mich nicht von hinten anschleichen, aber du machst es mir leicht. Ja, gewinnen würde ich das jetzt nicht gerade nennen, aber wie du meinst, Ansichtssache. Ich auch. Wow, wir haben so viele Sachen gemeinsam. Das ist schon ein bisschen brutal. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Alter. Okay, was gibt's denn hier alles? Boah, das hat sich so verändert. Das komplette Spiel. Es ist wirklich ein anderes Spiel. Und tut nicht nur so. Das ist schon mal gut. Bitte meine Granate her. Danke, danke, danke. Ah, oh, da kann man Zielübungen machen. Anscheinend habe ich beim Zielen noch irgendeine Unterstützung. Es sieht zumindest danach aus, als hätte ich noch eine Unterstützung. Guten Tag. Hier wird nichts gekauft. Hier wird nur verkauft. Schieß mich mal an. Vielleicht habe ich ein Bonusschild oder sowas. Tatsache. Cool. Es ist. Anscheinend, wenn ich jetzt ziele, habe ich ein Bonusschild. Ist es bei jeder Waffe? Nein. Ach, du liebst mich? Das ist ja nett. Das ist also nur bei der Waffe so mit dem Bonusschild, alles klar. Ja, das war eine schöne Belohnung. Tonturm schießen. Das heißt ja, dass ich denen helfe, indem ich sie umbringe, ne?
Ach ja, könntet ihr euch bitte aus euren Autos verpissen, weil ich brauche eins. Das wäre echt cool. Dankeschön. Ich sagte Dankeschön. So, soll ich die jetzt so zerstören oder was? Das könnte ein bisschen schwierig werden, eben genau deswegen. Wenn ich das wirklich so machen soll. Oh, danke, dass du extra für mich stehen bleibst. Ich fahre gerne per Anhalter. Hör bitte auf, mich zu überfahren, ja? Das ist nicht so cool. Ich weiß gar nicht, soll ich die überhaupt zerstören? Ich gehe mal davon aus, aber wissen tue ich es nicht. Oh, ich habe bald keine Muni mehr für die Waffe. Mal schnell wechseln. Ja, das kriegen wir schon hin. Oh. Ja, was war das denn jetzt? Ich laufe mal einfach weiter vielleicht. Ach, da ist ein Auto. Ah, ja, das hättet ihr mir Rick früher sagen können. Okay, dann lernen wir es doch einfach mal. Oder hat sich nichts verändert? Passe dein Fahrzeug an und schalte neue Teile frei, indem du gekaperte Fahrzeuge bei einem Catch-a-Ride scannst. Fahrzeuge, die bei einem Catch-a-Ride spammen, dienen auch als flexible Schnellreiseorte. Okay. Dir gefällt die Steuerung deines Fahrzeugs nicht? Du kannst das Steuerungsschema in den Optionen ändern. Nee, ich find's eigentlich ganz cool. Das ist das alte Steuerungsschema, so wie immer bei Borderlands. Wo seid ihr denn? Da. Was habe ich an Waffen? Ah, nur die eine. Ah, das ist der Turbo. Boah, das sieht ja cool aus, fast wie bei Mario Kart. Ja, die wollen alle noch mehr. Ich könnte schon lange wieder abhauen, aber ich will gegen die kämpfen. Bleib schön hier. Ja? Gut. Du bist eklig. Du bist sehr eklig. Oh, hallo. Ich helfe ihm nur kurz. So. Der wäre von alleine niemals wieder aus diesem Bug rausgekommen. Darum habe ich ihm schnell geholfen. Ach, hier macht es mir einfach zu leicht. Komm schon, ist auch einer dabei, der mal richtig kämpfen kann? Ist ein bisschen zu leicht gerade. Natürlich jetzt große Schnauze riskieren und wenn ich dann hier so einen richtigen Gegner habe, dann wird wieder rumgeheult. Ist ja logisch, oder? Du entkommst mir auch nicht. Niemand von euch wird entkommen. Ja. Ah, da ist noch einer. Ich glaube, hier ist ein Spawnpunkt. Hier ist einfach ein Spawnpunkt wahrscheinlich und da wird jetzt jedes Mal ein neuer rauskommen, wenn ich einen zerstöre. Du musst schon da über die Rampe. Genau. Hab ihn einfach in den Tod geschickt. Oh, gut, was hat er von seiner Freundin gelabert? Wenn das wirklich in der Nähe ist, dann schlechter Empfang. Durchsuche die alte Wäsche und sowas. Was auch immer. Ja, okay. Ich würde das jetzt nicht gerade als in der Nähe bezeichnen, aber. So, und das ist wieder ein anderer Teil der Karte, aber das schauen wir uns dann vielleicht später an. Jetzt geht's einfach erstmal hier lang. Ach, geil. Alles an diesem Spiel ist einfach viel zu geil. Upsala. Wo vorne?
Ach stimmt, ich muss jetzt ins Catch-Array-System reintun. Das ist auch schon ausgewählt, oder was? Hauptmission? Ja, ist ausgewählt. Gut, hier rein. Mach mal. Ach so, reicht doch schon. Ich dachte gerade. Das könnte hier durchaus passieren. Jo, willkommen zu Eddies neuer und verbesserter Catch-A-Ride-Station für alle deine Fahrzeugbedürfnisse. An der Catch-A-Ride-Station kannst du ein Fahrzeug anfordern oder die Bewaffnung und das Aussehen eines Fahrzeugs anpassen. Du hast dir ein Fahrzeug von einem Einheimischen ausgeliehen? Ja, nennen wir es mal ausgeliehen. Stell es auf der Hebebühne neben der Catch-A-Ride-Station ab und lasse Ellie nach neuen Teilen scannen. Hol sie dir alle. Das werden wir vermutlich mal machen. So, ach, hier kann man den Raketenwerfer ausrüsten. Habe ich den jetzt ausgerüstet? Ach so, wähle die Fahrwaffe-Kategorie, um eine Liste mit verfügbaren Fahrwaffen anzuzeigen. Aha. Ja, ich denke, das passt schon. Oh. Wir können hier unseren Wagen aufmotzen. Oh, das wird geil. Das wird geil. Jetzt nehme ich erstmal den Standard, aber... Oh, das ist eine neue Mission. Aber später dann. Später wird es... Das wird zu geil. Das wird einfach viel zu geil. Wie steige ich denn hier aus? Ach so. Da ist nämlich noch eine Mission, die ich haben will. Bitte her damit. Kill. Das ist so cool. Jemand konnte sein Maul nicht halten. Stopp es endgültig. Das ist eigentlich eine gute Idee und vielleicht machen wir das in der nächsten Folge auch mal. Bis dahin hoffe ich einfach, dass es euch sehr viel Spaß gemacht hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn ich dieses Spiel einfach nur genieße und abfeiere. Ich liebe es jetzt schon so sehr. Dabei ist es gerade mal die dritte Aufnahme oder sowas. Ich finde es einfach viel zu geil. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.